Sehr geehrte Vorstandschaft der Zeugen Jehovas in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Selters im Taunus. Auch dieses Video richte ich in erster Linie an Sie und dann auch an meine Zuschauer. Wer noch nicht den Sachverhalt kennt, soll sich bitte zuerst mein Video Antwort auf Post vom Anwalt der Zeugen Jehovas ansehen. Ich möchte nun ein kurzes Update von der Sachlage schildern. Heute ist der 1. März 2023 und ich habe mit meinem Rechtsanwalt telefoniert. Dieser teilte mir mit, dass von Ihrer Seite keine Reaktion bezüglich der angeblichen Namensrechtsverletzung gekommen ist. Aber alles der Reihe nach. Als Sie, geehrte Vorstandschaft, mir durch Ihren Rechtsanwalt eine Namensrechtsverletzung vorgeworfen haben, die Bezeichnung Jehovas Zeugen sowie die Abkürzung ZJ sei rechtlich geschützt, musste auch ich einen Anwalt für meine Sache beauftragen. Dieser schrieb folgenden Brief an Sie. Dieser ist am 26.01.2023 datiert. Und im Großen und Ganzen wird in diesem Absatz schon alles gesagt. Wir nehmen Stellung zu Ihrem Schreiben vom 11.01.2023 und müssen sämtliche Ansprüche zurückweisen, denn die geltend gemachten Ansprüche im Zusammenhang mit dem Namensrecht aus § 12 BGB bestehen offensichtlich nicht. Und dann gibt es eine längere Abhandlung. Und auf der letzten Seite heißt es dann, eine Namensanmaßung liegt eben nur dann vor, wenn dadurch eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst wird und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt werden. Da die Domainüberschrift Hilfe für Zeugen Jehovas heißt, wird aus dieser klar, dass Sie Hilfe für Ihre Mitglieder anbieten, so dass auch klar ist, dass es sich nicht um Sie selber handelt. Die fehlenden Ansprüche aus dem Namensrecht sind auch so offensichtlich, dass hier eine vorsätzliche, absichtliche, unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vorliegt. Natürlich geht es Ihrer Mandantin alleine darum, dass unser Mandant den Mitgliedern Ihrer Mandantin nicht die Augen öffnet, so dass das Vorgehen vorliegend auch noch rechtsmissbräuchlich ist. Ziel ist alleine die Einschüchterung unseres Mandanten, so dass hier rechtsfremde Motive die vorherrschende Rolle spielen. Auch von daher ist die Abmahnung unberechtigt. Daraus folgt, dass hier entsprechende Unterlassungsansprüche aus Paragraph so und so wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung vorliegen. Wir erwarten daher von Ihrer Mandantin die Abgabe einer entsprechenden Unterlassungserklärung, in der Ihre Mandantin strafbewehrt verspricht, keine weiteren Ansprüche gegen die Nutzung von zjhilfe.de oder Hilfe für Zeugen Jehovas aus dem Namensrecht geltend zu machen. Zudem erwarten wir, dass Ihre Mandantin die Abmahnung zurücknimmt. Des Weiteren erwarten wir die Übernahme entsprechender Anwaltskosten, die sich wie Ihre Anwaltskosten berechnen, so dass wir die Zahlung entsprechender 627,13 Euro an unseren Mandanten verlangen. Bitte überweisen Sie diesen Betrag bis zum 10.02.2023 auf unser Konto. Für die Abgabe der Unterlassungserklärung haben wir uns ebenfalls den 10.02.2023 als Frist vorgemerkt. Selbiges gilt für die Rücknahme der Abmahnung. Sollten entsprechende Ansprüche nicht erfüllt werden, werden wir unserer Mandantin raten, entsprechende Ansprüche richterlich geltend zu machen. Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie gerichtlich entsprechende Ansprüche geltend machen wollen, sehen wir dieser Geltendmachung gelassen entgegen und würden in diesem Fall entsprechende Widerklagen erheben. Diesbezüglich teilen wir Ihnen mit,
dass wir Prozess- und Zuteilungsbevollmächtigt sind. Mit freundlichen Grüßen, ja, mein Rechtsanwalt. Nun lag der Ball wieder bei Ihnen. Die Bitte, bis 10.02. zu reagieren, war ausgesprochen. Dabei ging es um Folgendes: Rücknahme der Abmahnung, eine nun von Ihnen unterschriebene Unterlassungserklärung, dass Sie mich nicht mehr bezüglich des Namens oder der Buchstaben ZJ angreifen, und die Übernahme der Rechtsanwaltskosten von meinem Anwalt. Daraufhin schrieb Ihr Anwalt gleich folgenden Brief: Herr Jehovas Zeugen in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts gegen Martin Peth wegen Namensrechtsverletzung. Und dann geht es ja hier an den Rechtsanwalt, sehr geehrter Herr und so weiter. Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 31. Januar 2023. Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit des Unterzeichners wird eine Abstimmung mit unserer Mandantschaft innerhalb der von Ihnen gesetzten Frist nicht möglich sein. Wir erbitten deshalb kollegialer eine Verlängerung der Frist bis 28. Februar 2023. Ohne entgegenstehende Erklärung Ihrerseits gehen wir von einer stillschweigenden Gewährung der begehrten Fristverlängerung aus. Mit freundlichen, kollegialen Grüßen, und dann der Rechtsanwalt der Zeugen Jehovas. Nun ist die Frist um. Und Sie haben nicht geantwortet. Ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Sagt nicht der Herr Jesus auch Ihnen, euer Wort Ja bedeutet einfach Ja, euer Nein, Nein. Denn was darüber hinausgeht, ist von dem, der böse ist. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 37. Sie als Führung von Deutschland oder sogar von Europa müssten doch mit großem Vorbild vorangehen. Auch lese ich in der Neuen Weltübersetzung folgendes, Römer 13, 8. Seid niemanden irgendetwas schuldig. Sie sind mir aber etwas schuldig geblieben. Dabei hat mein Rechtsanwalt Ihnen die von Ihnen erbetene Fristenverlängerung zugestanden. Warum haben Sie nicht reagiert? Sie hätten auch um eine weitere Fristverlängerung bitten können. Aber gar nichts zu sagen, ist in meinen Augen nicht christlich. Auch mir gegenüber sollte man sich doch respektvoll verhalten. Nun habe ich selbst beim Patentamt recherchiert, um zu sehen, ob der Name Jehovas Zeugen wirklich patentiert ist. Und dies können wir jetzt nochmal gemeinsam tun. Also das ist die Seite des Deutschen Patentamtes. Und da gehe ich zu Marken. Ich möchte hier eine Recherche starten. Und dann Markenrecherche. So. Die Basisrecherche. Dann möchte ich hier den Markennamen eintragen. Jehovas Zeugen. Und dann suchen. Es gibt tatsächlich drei Treffer. Den ersten Treffer. So. Also hier steht Jehovas Zeugen, Wortmarke. Dann heißt es Aktenzustand, Marke nicht eingetragen. Anmeldung zurückgenommen. Schauen wir noch die andere Marke an. Hier. Oh, das ist ja meine. Ich hatte es mir auch mal angemeldet, aber ich habe es auch nicht eintragen lassen. Ja, Hilfe für Zeugen Jehovas. Gut. Und der nächste Treffer. Auch die Wortmarke Zeugen Jehovas. Und was heißt es hier? Marke nicht eingetragen. Anmeldung zurückgenommen.
Mir kommt es wirklich vor, dass sie mich einfach nur durch weltliche Druckmittel einschüchtern wollen. Wieso machen sie das? Was habe ich ihnen getan? Ist es in ihren Augen so verwerflich, wenn ich Zeugen Jehovas helfen möchte, denen sie nicht helfen können? Dass sie die Frist, die sie selbst gesetzt haben, nicht eingehalten haben, gehe ich davon aus, dass die Sache damit erledigt ist. Und weil ich von meinen Zuschauern großzügigerweise Geld für die ganze Auseinandersetzung bekommen habe, möchte ich auf die Forderung, die mein Anwalt Ihnen gegenübergestellt hat, verzichten. Die etwas mehr als 600 Euro werde ich bezahlen. Sie brauchen das von Jehovas Zeugen gespendete Geld nicht für Anwaltskosten ausgeben. Sie können es nutzen, um zum Beispiel den Erdbebenopfer in der Türkei oder in Syrien diese Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Wie schon im ersten Video angekündigt, ich bin gerne bereit, mit Ihnen über die dort angegebenen biblischen Themen zu debattieren. Weil mein Glaube in meinen himmlischen Vater sowie seinem Sohn Jesus Christus verankert ist, werde ich nicht gegen sie gerichtlich vorgehen. Ich werde mich weiter defensiv verhalten. Jedoch werde ich für sie beten und Gott um weitere Hilfe und Schutz bitten. Nun bitte ich alle, die einen Kommentar schreiben möchten, dies respektvoll zu tun, auch gegenüber der Leitung von der Zentrale der Zeugen Jehovas hier in Deutschland. Seid Gott und seiner Gnade anbefohlen. Tschüss.